Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den aktuellen Stand in der Konzessionsvergabe des Stromnetzes Berlin. Wer schon eine Weile auf unserem Kanal unterwegs ist, wird mitbekommen haben, wir haben uns ja schon ein paar Mal damit beschäftigt, was diese ja fast schon Odyssee, diese unendliche Reise in der Neubestimmung des Netzbetreibers in Berlin eben angeht. Wir haben das alle paar Monate mal angeschaut. Ich verlinke euch die Videos vielleicht mal unten in der Videobeschreibung oder ihr findet die eben ganz normal auf unserem Kanal. Die werden euch wahrscheinlich sogar hier nebenan als ähnliche Videos von unserem Kanal vorgeschlagen. Jedenfalls ist es jetzt zu einem neuen Ergebnis gekommen und tatsächlich sieht es so aus, dass tatsächlich eine Rekommunalisierung stattfinden kann. Es war ja so, dass die Stromnetze Berlin immer zum Vattenfall-Konzern gehört haben und eigentlich diese Netzvergabe bereits 2014 ausgelaufen ist. Ja, so ein Konzessionsvertrag, der läuft im Regelfall 20 Jahre, damit sich das für alle Beteiligten lohnt. Wird praktisch von der örtlichen Kommune das Recht für die Nutzung der Leitungen für 20 Jahre an ein Unternehmen gegeben. Das ist dann meistens ein Stadtwerk oder ein großer überregionaler Energiekonzern, der aus was auch immer für historischen Gründen hier eben mit beteiligt ist. Eine Vattenfall ist ja tatsächlich damals entstanden, also die deutsche Vattenfall, als Zusammenschluss des Berliner Versorgungsunternehmens und des Hamburger Versorgungsunternehmens und noch ein paar Brandenburger waren mit dran und haben dann eben praktisch den deutschen Ableger des schwedischen Vattenfall-Konzerns dargestellt. So. Nun ist, wie gesagt, 2014 diese Konzession eigentlich schon abgelaufen und dann gab es viel Scherereien, will ich mal sagen. Man kam nicht dazu, einen korrekten Neuvergabeprozess hier anzustoßen, sodass Stromnetz Berlin lange Zeit über Vattenfall weiterhin betrieben worden ist. Einfach so auf Zuruf immer mal für ein weiteres Jahr. Hat man sich immer praktisch auf kurzem Dienstweg darauf geeinigt. Und dann sollte aber vor einer kleinen Weile ein nochmal ordentliches Konzessionsvergabeverfahren stattfinden. Und da gab es dann am Ende drei Teilnehmer. Die Vattenfall wieder, die wollten das weitermachen. Es gab außerdem eine Genossenschaft, die Bürgerenergie Berlin, die hier praktisch genossenschaftlich dann dieses Netz übernehmen wollte und praktisch in die Bürgerhand geben wollte. Und es gab, damals hießen die, glaube ich, Berlin Energie, das war dann ein landeseigener, also kommunaler praktisch, kommunales Unternehmen, das hier auch eine komplette Rekommunalisierung dann also machen sollte. Nicht unbedingt in die unmittelbare Bürgerhand, wie bei der Genossenschaft, sondern praktisch in die öffentlich-rechtliche Hand. Ne? Praktisch also wirklich eine Rekommunalisierung zurück ins öffentlich-rechtliche Gebiet. Und das lief dann auch so, dass hier eine Konzessionsvergabe für Berlin Energie positiv beschieden wurde. Am Ende ist das eine Evaluierung, die durch die Verwaltung stattfindet. Da gibt es dann eine Bewertung wie bei jeder Ausschreibung. Es werden ja Angebote abgegeben, die werden bewertet. Und dann gab es da wohl dann eine Bewertung, die ganz eindeutig gesagt hat, dass Berlin Energie am besten wäre. Und dann wird das schlussendlich beschieden, indem das Abgeordnetenhaus in Berlin, das ist praktisch deren Landtag, sagt, wir wollen hier die Vergabe machen an, in dem Fall Berlin Energie. Da gab es wohl aber auch Formfehler in dieser Vergabe, in diesem Konzessionsprozess, sodass Vattenfall erfolgreich geklagt hatte und diese Vergabe vor 1, 2, 3 Jahren dann eben wieder praktisch auf Pause gestellt wurde. Vattenfall weiterhin vorerst dieses Stromnetz Berlin betrieben hat und man dann miteinander in Verhandlungen auch noch im Weiteren ging. Und man schon vor einigen Monaten gehört hat, Vattenfall möchte sich zurückziehen. Vattenfall sagt, alles klar, dann macht halt eine Rekommunalisierung. So. Und jetzt zeige ich euch hier nur diesen Anfangsteil des ZFK-Beitrags, weil das ist ein ZFK-Plus-Beitrag. Da kann ich jetzt natürlich nicht runterscrollen und euch den hinter einer Paywall befindlichen Artikel zeigen, aber hier steht es halt auch schon so da. Stromnetz Berlin wird wieder öffentlich, Abgeordnete stimmen den Kauf zu, für etwa 2 Milliarden Euro zusätzliche Nebenkosten. Hat es praktisch das Abgeordnetenhaus gesagt, ja, wir kaufen das Netz zurück in unseren landeseigenen Betrieb. Vorausgegangen war dann ein mehrjähriges Gerichtsverfahren. Ja, das habe ich ja gerade schon mal zusammengefasst. Und genau, hier kann man auch schon sehen, der Senat, das ist praktisch die Landesregierung, hatte das bereits Ende April so beschlossen. Und nun gab es auch im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit aus der rot-rot-grünen Regierungskoalition.
Und wer aber mehr dazu lesen möchte, es gibt zum Beispiel einen freien Beitrag von RBB, ne, die ja in Berlin-Brandenburg vor Ort der Regionalsender praktisch sind. Und die haben hier auch nochmal dargestellt, okay, es ist also so, dass wir hier eine Mehrheit generiert haben, die dementsprechend jetzt tatsächlich dann auch dafür sorgt, dass die Konzessionsvergabe ganz korrekt, hoffentlich nun, an Berlin Energie, oder in dem Fall heißen die, glaube ich, ein bisschen anders, die heißen jetzt irgendwie Holding, Berlin Energie und Netz Holding oder so ähnlich. Und die werden jetzt dementsprechend demnächst den Betrieb des Stromnetzes Berlin übernehmen. Dahinter steckt auch noch eine interessante historische Entwicklung, weil hier wird nochmal erwähnt, gute Nachricht für die rund 600.000 Berlinerinnen, die sich beim Volksentscheid Energietisch für die Rekognosierung des Stromnetzes ausgesprochen haben. Es gab nicht schon vor vielen, vielen Jahren, das haben wir in unseren vorigen Videos auch auseinandergenommen, einen Volksentscheid in Berlin, der eben gesagt hat, wir wollen gerne das Netz rekognosieren. Das soll weg aus der Hand des privaten Energiekonzerns. Und das ist nun nach vielen, 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 vielen Jahren auch erfolgreich durchgelaufen. Hier ist auch nochmal erwähnt worden, 2014 ist die Konzession eigentlich ja formell schon ausgelaufen, seitdem immer nur kurzfristig auf Zuruf wieder übertragen worden an die Vattenfall. Und nun ist es soweit, dass tatsächlich die BEN, Berlin Energie und Netz Holding GmbH, als landeseigene Gesellschaft, also praktisch als kommunales Unternehmen, hier tatsächlich das Stromnetz endlich übernehmen wird. Das Ganze muss rein formell nochmal am 23. Juni angenommen werden. Das ist in wenigen Tagen. Ich nehme das Video jetzt gerade hier am Wochenende auf. Was auch daran liegt, dass wir gerade übrigens einen relativ langfristigen und zeitaufwendigen Consulting-Auftrag haben und auch hier und da nebenbei noch Schulung dann irgendwie mit reinquetschen. Dementsprechend muss ich die Videos jetzt zu was auch immer für Zeiten noch aufnehmen und dann irgendwie fertig kriegen. Von daher, wundert euch nicht über den Content auf unserem Kanal. Manchmal kann es eine kleinere Pause geben, dann auch mal wieder mehrere. Ich nehme hier dann auch im Zweifel mal mehrere Videos am Stück auf und dann wird es auch noch. Okay. Also, soweit werden wir am 23. Juni hier voraussichtlich diese Zustimmung sehen. Ich werde das Video hoffentlich vorher noch veröffentlichen und dann wird es demnächst die formelle Übertragung der Stromnetzkonzession praktisch an die BEN geben und dann wird es einen Übergang, einen Betriebsübergang geben zwischen also Vattenfall und dem neuen kommunalen Unternehmen. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter, eigentlich alle Assets der Stromnetz Berlin GmbH einfach übergehen. Dass man das einfach nur verkauft und alle, die zustimmen, sagen, alles klar, ich will auch zum neuen Arbeitgeber gerne wechseln. Und dann wird dieser Teil einfach nur aus der Vattenfall herausgenommen und dann praktisch zum kommunalen Unternehmen rübergegeben. Das wäre so der beste Weg. Dementsprechend, das bleibt weiterhin spannend. Wenn es dazu weitere interessante Entwicklungen gibt, werden wir das auch nochmal in dem entsprechenden Video hier mit veröffentlichen. Ansonsten wie immer, habt ihr Fragen dazu oder irgendwelche weiteren Meinungen zum Stromnetz Berlin und der Konzessionsvergabe, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.